Hey Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt im Internet nachgeschaut, wo ich denn was zu essen kaufen kann. Und es ist hier ganz rechts oben auf der Karte. Hier gibt es auch den blauen Ring für allerdings 250 Rubine. Damit nehmen wir nur noch die Hälfte des Schadens. Also wenn wir mal genug Geld haben, sollten wir uns den auf jeden Fall holen. Und hier kann man jetzt die Fleischkeule kaufen. Und ja, wie man hier hinkommt... Ich bin froh, dass ich im Internet nachgeschaut habe, denn, guckt euch das mal an, man muss völlig random hier nach oben laufen. Man kann hier nach oben, an keinem anderen Ort hier ist es so, da ist überall normale Wand und ja, da kann man nach oben. Ja, genau, Spiel. Das ist natürlich wieder äußerst fair. Also, wie man da drauf kommen soll, das verstehe ich nicht. Und ich meine, damals, als das Spiel rauskam, da konnte man ja auch die Sachen noch nicht einfach so im Internet nachschauen. Da gab es das ja alles noch nicht so in der Form wie heute. Deswegen, keine Ahnung, wie die Leute das damals angestellt haben. Und übrigens, ich habe auch gleich nachgesehen, was wir hier jetzt für ein Item kriegen werden. Und es ist... kein Item, das uns auf der Overworld weiterhilft. Es ist etwas, mit dem wir besser Gegner besiegen können. Deswegen freue ich mich da natürlich auch. Aber das Problem ist, dass selbst wenn ich jetzt hier das Item habe, ich dann wieder nicht weiterkomme. Und deswegen habe ich dann doch auch gleich nachgeschaut, wo der vierte Dungeon ist. Und ich hoffe, ich werde mich jetzt hier noch dann dran erinnern können, aber ich denke schon. Und da werden wir dann gleich sehen, ob ich da selber hätte draufkommen können oder nicht. Es klang auf jeden Fall nicht... Oh Gott, jetzt werde ich hier sterben. Oh nee. Es klang auf jeden Fall nicht ganz so mega krank, wie jetzt zum Beispiel das Versteck vom Köder. Aber es klang trotzdem sehr, sehr schwer. Aber das werden wir ja dann gleich sehen. Verdammt nochmal. Ich muss jetzt, glaube ich, auch... Ja. Ich werde mal meinen Trank benutzen. Ich glaube, jetzt den kann man zweimal verwenden, genau. Genau, der wird jetzt zu einem blauen Elixier, das heißt, wir können ihn nochmal verwenden. Und das sollte man eigentlich auf jeden Fall auch immer kaufen, wenn man denn genügend Geld hat, denn man spart sich ja dadurch auch einiges. Das blaue Elixier hat ja 40 gekostet und na, das rote nur 68, glaube ich. Dementsprechend spart man sich 12, weil ist ja im Prinzip genauso, wie wenn man zwei blaue kaufen würde. Also das ist auf jeden Fall die Sache schon wert. So, und hier werde ich jetzt einfach durchrennen und die Monks ignorieren, aber sie lassen mich nicht durch. Doch jetzt, okay. Gut. Und wir brauchen hier sogar noch auch noch einen Schlüssel extra, okay. Gut, aber haben wir ja. So, schau mal. Ja, lecker, gell? Gut. Und hier müssen wir jetzt wohl noch Gegner besiegen. Und dann kriegen wir das Dungeon-Item. Aber ich weiß nicht, welche... Na, die, okay. Die sind nicht so schlimm. Vor allem, wenn nicht auf mich geschossen wird oder so. Na, ach, verdammt, ich bin aber trotzdem sehr, sehr schlecht. Und es gab ja jetzt hier in diesem Dungeon sehr, sehr oft diese Gegner oder auch ihre blaue Version. Dementsprechend... kann man vielleicht schon erahnen, was das Dungeon-Item denn sein wird. Wir werden es ja gleich sehen. Bomben auch nochmal, okay. Und stirb. Jetzt hat man es gar nicht gesehen, aber wir haben jetzt den magischen Bumerang. Der geht deutlich weiter, der geht jetzt über den ganzen Screen. So ziemlich. Ja, und... ja. Ein doppelt so weitgehender Bumerang. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich glaube, seine Funktion ist immer noch dieselbe. Er macht keinen Schaden, aber er paralysiert die Gegner eben. Genau, okay. So, dann würde ich gerne wieder zurückgehen. Und dann machen wir uns auch noch auf zum vierten Dungeon und gucken mal, ob wir den denn finden können. Ich weiß es ja ungefähr, wo er ist. Ich hoffe, ich kann mich jetzt noch dran erinnern. So, und zwar würde ich gerne einen der... Obwohl, muss ich gar nicht.
wollte jetzt einen der Stellen finden, wo man sich porten kann. Aber wir sind, glaube ich, eh ziemlich in der Nähe. Hier jetzt nämlich einfach ein bisschen nach oben gehen. Und dann müssten wir eigentlich auch, auch gleich schon da sein. Genau. So, wenn wir jetzt hier nach oben gehen, dann sind wir eh schon an der Stelle, wo man sich porten kann. Nämlich hier, genau. So, hier müssen wir jetzt zweimal nach links und dann irgendeinen Stein verschieben. Ach, das ist in diesem Bereich. Hier muss man einen Stein verschieben. Ja, hätte ich vielleicht überprüfen können, ja, aber... Ja, toll. Man muss ihn auch noch von der bestimmten Seite aus verschieben, ja super, okay. Gut, und hier ist der vierte Dungeon, ja. Ja, dann machen wir den jetzt noch, weil ich habe ja auf der Overworld nichts mehr zu tun. Aber da der Part ja auch schon so ein ganz kleines bisschen dauert, denke ich mal, werde ich den jetzt nicht ganz am Stück machen. Außer ich bin halt gut und krieg's hin. Aber das glaube ich nicht. Oh, und jetzt kommen die ersten dunklen Räume, okay. Hier brauchen wir jetzt unsere Kerze, damit wir ein bisschen Licht anmachen können. Gut, aber keine wirklich schwierigen Gegner in diesem Raum, das ist schön. Und wir hatten gleich viele Optionen. Wir konnten am Anfang gleich in drei verschiedene Räume gehen. Oh, und das ist auch sehr cool. Wir können jetzt diese Schleimgegner mit unserem verbesserten Schwert sofort killen. Und sie teilen sich nicht erst in die kleineren Idioten auf. Das ist auch sehr, sehr schön. Okay. Gut, da haben wir jetzt einen Schlüssel bekommen. Und noch mehr Abzweigungen, okay? Und hier ist gar kein Gegner. Aber ich glaube, die Viecher machen wir jetzt Schaden, weil die so rot sind. Ne, machen sie nicht. Okay, warum sind dann nur die Viecher hier und kein Gegner? Das ist komisch. Aber okay. Ist mir so rum lieber. Mann, die blauen jetzt. Was machen die Blauen denn? Hä? Das verstehe ich nicht. Sollen die mich nur nerven? Oder wie? Ach du Kacke. Okay, der. Der ist aber eigentlich kein Problem. Ich glaube, man muss einfach nur die Flöte gegen ihn benutzen. Dann wird er zu so einem kleinen Honk und ist dann relativ leicht zu besiegen. Ja, zu drei kleinen, okay. Aber ich glaube, die haben alle nur ein Leben oder so. Der ist eigentlich mal der Endboss vom ersten Durchgang von irgendeinem Dungeon. Ah ne, die haben schon mehr Leben, okay. Ah doch, die halten doch ein bisschen was aus. Oh ne, Fee, ne Fee, ne Fee, ne Fee. Komm her. Komm her, Fee. Alter, wenn die jetzt verschwindet. Okay, danke. Moment mal, wie viel Schaden machen die? Ach, aber man kann sie mit dem Bumerang aufhalten. Okay, das ist super. Hat er mir eigentlich gerade zwei Schaden gemacht oder bin ich blöd? Komm halt her. Ja, er hat... Oder? Er hat mir zwei Schaden gemacht, oder? Alter, jetzt treff ihn halt. Okay, danke. Meine Güte. So, so. Okay. Puh. Aber ich verstehe nicht, was das da rechts soll mit diesen... Mit diesen blauen Viechern, die einem nichts tun. Block verschieben oder so. Hm. Ja, ich habe jetzt keine Lust, das auszuprobieren. Lass es einfach gut sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mit zwei Herzen meinen Trank benutzen sollte, aber ganz am Anfang des Dungeons möchte ich den noch nicht benutzen. Ich möchte mich noch so ein bisschen aufheben. Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Oh ne, jetzt sind die blauen Ritter schon da. Die sind auch schneller als die roten. Ich möchte aber erstmal die Hasen töten. Oder was auch immer das darstellen soll. Oh Gott, wird das jetzt behindert. Oh, die haben auch so viele Leben, die Kackhasen. Oh, verpiss dich. Verpiss dich. Boah, das ist knapp. Okay, die sind in zwei Treffern tot, das ist gut. Und ich werde auch jetzt meine Bomben mal benutzen. Ich habe ja 8. Muss einfach nur hier eine hinlegen. Kaboom. Und kaboom. Sehr schön. Mit zwei Bombentreffern sind auch die Ritter tot. Ah, das ist ja wieder weg dann. Der Arsch.
Da komm her. Hasi. Okay, der ist tot. Ich traue mich auch bei den blauen Rittern nicht wirklich meine Taktik zu machen wie bei den roten. Weil die halt so verdammt schnell sind. Die können sich so schnell umdrehen und dann in dich reinlaufen und dann war es das halt. Und das möchte ich ungern erleben, aber er ist tot. Okay, gut. So, und dich noch. Hör auf zu nerven. Boah, Mann. Okay. Und wir kriegen den Kompass. Ja, ist immerhin schon mal ein Anfang. Und wieder ein dunkler Raum. Oh Gott. Ah. Was sind das für Räume hier? Ja, ich bleib mal bei den Bomben, weil der Rest bringt mir ja eh nichts. Warum sind jetzt hier blaue? Sind die schneller? Nee, aber so oder so, sie machen ja nichts. Oh Gott. Nein! Oh, wie will ich denn das hier überleben? Wie will ich denn das hier überleben? Ich gehe erstmal hier rein. Das ist mir jetzt gerade zu krank. Ein bisschen. Das ist hier, aha, der erste Boss, cool. Aber der ist nicht so schwer. Der Bumerang bringt nichts, das hätte ich mir denken können. Achso, ich kann mein Schwert nicht benutzen. Hallo? Ja, ich kann mein Schwert überhaupt nicht benutzen. Okay. Hä? Ich kann mein Schwert nicht mehr benutzen. What? Hallo? Warum kann ich mein Schwert nicht mehr benutzen? Ist das jetzt... gehört das so oder ist das ein Bug? Weil das ist schon ein bisschen sehr fies. Ich hoffe einfach mal, dass zwei Bomben jetzt gegen den ausreichen. Ja, okay. Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen sehr behindert. Okay, das kann doch nicht sein. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt nicht dass das jetzt nicht die Schuld vom Spiel ist, sondern dass hier irgendwas anderes gerade nicht ganz richtig läuft oder so. Okay, das kann ja nicht sein. Oder muss ich mich... Ach so. Hä? Ach nein, jetzt verstehe ich's. Oder? Ja, ich glaube, ich verstehe es. Ich glaube, diese roten Bälle da, die belegen mich mit einem Fluch, der unendlich lang anhält. Und so lang kann ich mein Schwert überhaupt gar nicht mehr benutzen. Aber wenn ich die blauen berühre, dann kann ich es schon wieder benutzen. Das würde zumindest einigermaßen Sinn machen, denke ich mal. So, und der eine Hase hat sich jetzt wieder... in die Blöcke reingebackt. Ne, jetzt ist er wieder draußen. Na gut. Moment. So, komm her. Hör auf zu nerven. Nein, da... Ach, nee. Ach, jetzt muss ich jetzt schon den Trank benutzen. Mann. Wie soll denn das was werden? Ich hätte meinen Trank eigentlich nochmal erneuern sollen, bevor ich hierher gekommen bin. Ach, Mensch. Ah gut, aber ich habe den Schwertwurf wieder richtig. Ja, okay. Gut, dann passt schon. So, den muss ich jetzt so lang wie irgend möglich behalten. Ja, und die Bomben hätte ich übrigens auch gerne. Danke. So, du bist tot. Und dich noch. So, so viel Leben hat der auch nicht mehr. Genau. Und wir kriegen nichts. Ja, das glaubst du wohl selber nicht. Genau, hier ist nämlich was. Und damit kommen wir zu dem Dungeon-Item. Was dieses Buch kann, weiß ich gar nicht mehr. Kann man das ausrüsten? Nee, kann man nicht. Was konnte man denn mit dem Buch machen? Weiß es nicht mehr.
Ja, werden wir dann schon sehen, denke ich. Hoffe ich. Vielleicht und so. Ist es nicht so, dass man das für ein späteres Item braucht? Oder so? Dass das funktioniert, oder? Nee. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ja, Bomben. Also, wie viel brauchen denn die Blauen eigentlich? Vier wahrscheinlich. So, die brauchen nur zwei, das ist gut. Sehr gut. So, den noch einmal, dann müsste er eigentlich tot sein. Okay. Ja, mit Schwertwurf sind sie wirklich relativ gut möglich. Witzig. Jetzt muss ich wieder den Blauen berühren, dann kann ich wieder, okay. Deswegen ist hier auch nur ein Blauer. Und drei von den anderen. Ich verstecke mich in der Tür. Und stirb. So, ja, ich muss den Schwertwurf wirklich lange genug behalten. Das ist hier von enormer Bedeutung. Komm her, danke. Stirb jetzt. Danke. So. Ich hoffe mal, der Dungeon ist nicht so groß. Vielleicht mit ganz, ganz viel Glück kriegen wir. Ach du heilige Scheiße. Kriegen wir ihn sogar doch noch in diesem Part hin, wollte ich gerade sagen. Aber nach diesem Bild, ja, ich weiß ja nicht. Ja, ich würde mal sagen, ein paar Bomben gibt's jetzt. Boah, das war knapp. Mehr Bomben. Mehr Bomben. Mehr Bomben. Kaboom! Sehr schön. Okay. Jetzt sind sie, glaube ich, schon genug geschwächt. Den Rest müsste ich mit meinem Schwert. Oh Gott. Mit meinem Schwertlaser hinkriegen. Auch einfach mal irgendwie nach rechts feuern. Da stehen ja einige von ihnen. Die werde ich dann schon treffen. Gutes Herz hier nehme ich noch nicht. Hebe ich mir auf, falls ich getroffen werden sollte. So, nur noch drei. Ja, das ist relativ gut möglich hier. Aber halt nur mit dem Schwertlaser. Ohne wäre ich hier aber mal sowas von aufgeschmissen. So, und nur noch du. Ergib dich. Hast eh keine Chance. So. Gut, und wir kriegen einen Schlüssel. Ja, dann gehen wir doch gleich mal nach rechts. Was haben wir denn da? Okay. Einen relativ einfachen Raum. Ja, da möchte ich auch keine meiner Bomben hergeben, sondern die alle so töten. Das müsste ja machbar sein. Komm, geh nach oben. Stimmt. Ah, das hätte ich nicht nehmen sollen. Ja, aber hier dürfen wir eigentlich nicht getroffen werden, weil die sind ja wirklich relativ lahm. So. Okay. Und zack. Und zack, okay. Und wir kriegen Bomben. So, und hier ist nicht mehr. Echt? Aber wir kriegen Bomben. Und rechts von uns ist ist das Triforce-Teil. Ich probiere jetzt einfach mal, ob man sich hier durchbomben kann. Schade. Gut, dann lasse ich es erstmal. Dann warte ich noch auf die Karte. Und wenn wir die Karte haben, dann kann man ja immer in etwa erahnen, wo man sich denn entlang bomben könnte. So, kann man hier irgendwas machen? Ich glaube eigentlich nicht, aber ne, gut. Vielleicht ist ja hier oben die Karte. Ne, irgendwie mehr Räume. Aber ein sehr, sehr leichter Raum. Okay. Hier jetzt nach rechts zu kommen, ist auch ein bisschen wahnsinnig, aber ich probiere es mal. Okay. Karte. Vielleicht. Wenn wir alle töten, möglicherweise. So. Zack. Ja, selbst die Mumien sind jetzt relativ schnell down, dank unserem verbesserten Schwert. Das ist wirklich super. Oh, fuck, jetzt hat mich der Hase getroffen. Verdammt nochmal. Scheiße, jetzt habe ich meinen Schwertlaser nicht mehr. Du verdammter Idiot. Gib mir eine Fee. Komm schon. Gib her. Na. Wenn ich jetzt gleich nochmal in einen Raum mit vielen Rittern komme, dann. Dann, ja. Okay. Was denn das jetzt? Kann man hier entlang? Moment, das sieht sehr, sehr verdächtig aus. Dass hier nichts ist. Aha.
Gehen wir mal durch. Dann komme ich zu dem Dodongo. Ja, hier möchte ich jetzt wohl. Obwohl der Weg führt nach oben. Und da ist anscheinend nicht mehr viel. Deswegen gehe ich hier entlang, weil vielleicht ist da oben die Karte. Aber der Raum gefällt mir jetzt auch nicht wirklich. Komm her. Ich versuche mich jetzt einigermaßen zu beeilen mit den Bomben, damit mich die Laser hier nicht so sehr treffen. Oh, der war doch schon tot. Und dann kann der mir noch Schaden machen? Mann. So, ein Einzelraum. Och nee. Und dann schießen die Dinger auch nur. Nee, da, das kann ich jetzt gerade völlig vergessen. Ich weiß nicht, was da oben ist. Vielleicht ist da oben wirklich die Karte, deswegen sollte ich da vielleicht doch lang, aber da werde ich hundertprozentig sterben. Hier ist auch ein Einzelraum. Okay, nur mit Fledermäusen, das ist gut. Dann machen wir mal den Raum schnell. Darüber komme ich nicht. Okay, ich habe eine Vermutung, was das Dungeon-Item sein wird. Denn mit einem bestimmten Item kommt man über solche kleinen Lücken drüber. Und vielleicht kriegen wir das ja hier. Ja, das habe ich mir ja fast schon gedacht, dass da drüben irgendwas spawnt. Gut, oder man muss sich natürlich im Raum rechts nach links rüber bomben. Das kann auch sein. Das heißt, überprüfen wir mal noch den Raum, der ist auch dunkel. Und wenn ich jetzt nach unten gehe, dann bin ich einmal im Kreis gelaufen. Was soll das eigentlich darstellen? Soll das auch wieder irgendwas darstellen? Vielleicht ein C oder so? Wenn es wieder ein Buchstabe ist, ich weiß ja nicht. Mann, wenn ich halt einfach die Karte hätte, dann wäre alles so viel leichter. Komm auf. Ja, nicht bomben. So, aber ich probier's mal nochmal. Hier nach oben könnte auch sein. Dann wäre es auch so ein bisschen symmetrisch. Mhm. Aber links probiere ich auch noch schnell. Glaube ich zwar nicht, aber nein, okay. So, was ist denn hier oben? Die Karte vielleicht? Auf jeden Fall wieder ein dunkler Raum, der relativ unfreundlich ist. Aber es geht so, glaube ich. Wie viele Bomben habe ich? 6. Oh, das wird aber relativ nervig. Vor allem, weil die mich hier einschließen können. Ach du Scheiße. Ach du... Ja, genau, was sollte ich denn da jetzt machen? Okay, der Raum ist richtig asozial. Aber richtig asozial. Nochmal, komm, lauf rein. Ach, der hält mehr als 2 Bomben. Ach du Scheiße. Ich dachte, nach 2 Bomben wäre der tot. Ach komm. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ja, jetzt geht er weg. Boah, ist das nervig. Und dann auch noch die roten Dinger. Und der blaue ist immer woanders. Jetzt komm halt her. Hilf mir. Okay, zweimal getroffen. Sehr schön. Sehr, oh, perfekt. Ja, ja, eine Uhr. Oh, und die halten auch an. Oh Gott, göttlich, göttlich. So, und jetzt gib mir die verschissene Karte. Ja, eine Fee ist auch okay und wir kriegen nichts. Wow. Okay. Wir kriegen nichts. Wir kriegen nichts. Okay. Das ist natürlich auch cool. Hier rechts war der Raum mit den Fledermäusen. Deswegen gibt's keinen Grund, warum ich mich. Achso. Ja gut, aber. Ja, da komme ich jetzt immer noch nicht hin. Sollen wir den Dungeon jetzt in dem Part noch abschließen? Ja, ich versuch's auf jeden Fall mal noch. Und wenn ich sterb, dann beende ich den Part auch. Also entweder ich schaff's jetzt oder ich sterb. Egal was passiert, ich werde den Part dann beenden. Wo war denn jetzt der kranke Raum? Der war hier oben, stimmt's. Wo ist denn eigentlich der Boss? Oder hätte ich mich da doch nach oben bomben können? Moment, Moment, Moment. Das will ich nochmal ganz kurz ausprobieren. Jetzt müsst ihr wieder außen rum gehen. Wenn die jetzt wieder spawnen, weil ich jetzt hier ein paar Räume verlassen habe, dann
Ah, ich kann ja auch hier einfach nach links, richtig. Okay. Aber eigentlich kann es gar nicht mehr nach oben gehen, weil es ist gar nicht mehr genug Platz. Sehe ich gerade. Ja, probieren können wir es ja mal. Nee. Ach so, aber sowas geht, natürlich. Wir sind in einem geheimen Raum. If you go in the direction of the arrow. Wo ist hier ein Pfeil? Hey, man kann hier irgendwie durch den ganzen Dungeon durch. Leave your life or money. Ah ja, hier muss man jetzt bezahlen, um weiterkommen zu können. Entweder mit einem ganzen Herz. Also nicht nur mit einem Herz, sondern mit einem ganzen Herzcontainer oder mit 50 Rubinen. Und ich glaube, man muss das machen. Und deswegen, ja, 50 Rubine. Habe ich jetzt den Raum eigentlich geskippt mit den Idioten? Wo bin ich denn jetzt wieder? Hä, ich verstehe überhaupt nichts. Wo muss ich denn hier lang und überhaupt? Kann ich jetzt nach rechts? Oder muss ich wieder einen Block verschieben? Was ist denn das? Da blickt ja auch keine Sau durch. Okay, hier ist was. Vielleicht kommen wir jetzt mit dieser Treppe zum Boss. Wenn dem so ist, dann habe ich ja in einem Raum nicht alle Gegner besiegt, nämlich in dem Krankenraum. Wenn jetzt hier jetzt beim Boss rauskommt, dann werde ich, denke ich mal, am Anfang vom nächsten Part mich nochmal in den Raum wagen und ja, wir sind beim Boss. Gott, von denen jetzt nicht mehr getroffen werden. Das wäre jetzt richtig lächerlich. So, und bitte lass den Boss mich nicht töten. Wer ist es denn? Der. Ja, das ist möglich, aber auch nicht ganz so einfach. Ich muss auf jeden Fall auf meinen Bumerang setzen. So, draufhauen, drauf. Diese scheiß Dinger, ne? Nein! Nein, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben! Okay? Okay, einer ist tot, einer ist tot. Und der nächste, komm her. Lass mich in Ruhe. Okay, 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 es läuft gut, es läuft gut. Nein! Es war doch ein Treffer! Nein! Lass dich... Nein, lass dich halt treffen jetzt! Okay, 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 okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja! Ja! Puh! 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 Okay. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Okay. Was war jetzt das Dungeon-Item eigentlich nochmal? Ach ja, das Buch, genau. Wo ich keine Ahnung habe, was mir bringt. Okay, Leute. Das war's für diesen Part. Im nächsten Part werden wir dann, wie gesagt, nochmal in den Dungeon hier reinschauen und in dem einen Raum noch alle Gegner killen und gucken, ob man dafür noch was kriegt. Ah ja, dafür kriegt man die Karte. Die haben wir ja nicht gefunden. Dafür kriegt man die Karte, okay? Ja, die werden wir dann noch holen. Und, ja, ich habe keine Ahnung, was mir das Buch bringt und den nächsten Part jetzt wieder damit zu verschwenden, irgendwie auf der Overworld rumzugurken, bringt auch nichts, deswegen werde ich auch gleich nachsehen, wo der fünfte Dungeon ist. Es tut mir leid, aber es geht nun mal nicht anders. Und ja, wenn euch dieser Part gefallen hat, könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen netten Kommentar schreiben. Und wie gesagt, beim nächsten Mal zu Part 8 oder 9, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall zum nächsten wieder einschalten. Ciao, Leute.